Yo, yo, Bernhard ist back und das hier kommt gerade live aus meiner Trap. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und vorab schon mal an jeden, der dieses Video sieht. Bro, du bist cool. Einfach nur, weil du das Video hier guckst. Kuss geht raus. POV, man geht sch**zen in der Schule. Oh nein, das kann ja nicht gut enden. Original jede Schultoilette. Aber mit dem Mülleimer haben sie echt übertrieben. Der Arme war ganz entspannt am Kacken und auf einmal kommt da von oben dieses Ding geflogen. Das war sein Blick dabei. Gottlos, wirklich. Gottlos. Genauso gottlos wie der Typ im nächsten Clip. Der bricht einfach in random Häuser ein und macht dann das. Plot Twist, that's not his house. Ach ja, wirklich? Natürlich ist es nicht sein Haus, wenn er sich dort reingeschlichen hat. Oh mein Gott, eine Oma erschrecken? Das ist wirklich gottlos. Das geht gar nicht, Bro. What the f***? Die Arme hat einfach ihr Inventar gedroppt. Ey, sie war da schön entspannt am Sachen rausholen und wollte gerade etwas Nices zu essen machen. Und dann kommt dieser kranke Typ. What the f***, was ist los mit dem? Und dann rennt er auch noch aus dem Haus raus, als wäre nichts geschehen und der Tag geht normal weiter. Ja, und am nächsten Tag dann ist die nächste Person dran. Geiler Typ eigentlich. Bro hat Flashbacks. Na, der Bruder hat sich gerade in die Windeln geschissen. Hört mal genau hin, er sagt sogar am Ende, not him again. Auf einmal, er kann reden. Der Arme hat jetzt kurz posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Er wird danach nie wieder der Alte sein. Das ist echt ekelhaft. Wirklich ehrenlos, was für Sachen hier heute mit dabei sind. Und genauso ehrenlos geht es auch weiter. Grandpa awoke like Dracula. Oh Gott. Wenn ich den ersten Frame vom Video schon sehe, weiß ich, dass das einfach absolut geisteskrank enden wird. Scheiße. Er war direkt hellwach, was er sich wohl in seinem Traum gedacht haben muss, als er so lange geschmatzt hat. Das war wirklich ein lohnenswerter Prank. Ich muss das nochmal sehen. Scheiße, ist das gut. Der arme Opa. Egal, Hauptsache geiles und lustiges TikTok gemacht. Jawohl, man muss auch Prioritäten setzen. Der Opa entfernt ihn safe von seinem Erbe. Und wo wir gerade schon bei solchen weirden Videos sind, schnallt euch an, denn jetzt wird es wirklich bodenlos. Was geht jetzt ab? Ey, lass die Leute doch einfach in Ruhe am Bahnhof. Bitte, wenigstens am Bahnhof. Die Leute kommen gerade von einem stressigen Tag auf der Schule, Uni oder Arbeit. Und dann kommst du und willst TikTok mit denen machen. Holy shit, ist die abgef***t. Die hat gar keinen Bock. Die betet gerade zu Gott, dass sie nicht mit ins Video muss. Ach du Scheiße, ist das cringe. Was ging dort die ganze Zeit ab? Wie unangenehm, oh mein Gott. Bro, das war so unangenehm. Wäre ich dort am Bahnhof, ich wäre einfach direkt in die Gleise. Ich will einfach nur das gerade tun. Ja, 10 von 10 peinlich. Was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, das war das schlimmste Video, das ich heute gesehen habe. Boah, diese Stände auf der Kirmes waren immer die besten. Mal schauen, wie sich der Bre jetzt hier so schlägt. Wofür nimmt er überhaupt so viel Anlauf? Das Tor ist 2 Meter entfernt vom Ball, hä? Sowas ist nicht lustig. Mach's nochmal. Wohin wolltest du mit dem Ball? Sag mal. Der Betreiber von dem Stand wird ihn safe bis ans Lebensende jagen. Guck mal, wie sauer der ist. Ja, zu Recht auch. Ich meine, was war das? So close. Come on, come on, come on.
Das war überhaupt nicht Klaus. Der Arme ist kurz duschen gegangen. Na, ich muss auch sagen, du hast verkackt beim Timing. Selber schuld. Ey, yo, my fault, y'all. Und für alle Sprachlegastheniker nochmal. Ey, yo, mein Fehler, Mann. Lil Bro hat einfach die Soundbarriere hier durchbrochen. Ich glaube, dass er danach in Schwierigkeiten gesteckt hat und die Halle mit so 1, 2 blauen Flecken verlassen musste. Aber holy sch**, wie laut war das denn auch? Einfach Granate. Bro, ich würde mir so einscheißen, wenn das jemand hinter mir macht. Ich würde denken, ich fange mir jetzt wirklich ein paar Kugeln in die Brust oder so. Naja, wie auch immer. Bro skippt Physics Class. Für was trainiert er da? Das macht gar keinen Sinn. Was hat er da versucht? Er dachte, er ist jetzt gerade am Kochen und baut die absolut krankeste Maschine der Welt. Und dann das. Der denkt safe auch, er ist der Main Character. Das gibt mir ganz stark Hinweise darauf. Obwohl, was ist, wenn er die Gewichte dort hat, damit er sich selber stoppt, weil er sonst schneller als das Laufband ist? Na, when is winter break? Normalster Unterricht in Duisburg. Nee, Spaß beiseite. Rettet den mal jemand vom Leben. What the f***? Der dreht ja völlig durch. Wie er seinen Kopf auch hin und her haut. Das ist geisteskrank. Was hört er da? Ja, geil, Mann. Mach das noch ein paar Mal und du gehst einfach Knockout im Unterricht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Peace was never an option. Bro, diese Oma-Hunde sind wirklich die randomsten Tiere auf der Welt. Denen wird einfach ein Zaubertrick gezeigt, den sie nicht verstehen und schon gehen sie so ab und wollen sich gegenseitig töten. An alle, die unbedingt eine Freundin haben wollen, versucht es mal mit diesem Trick auf Oma. Hi, what's up? Damn, you're pretty. Thank you, you're very pretty too. You know, I don't really ask for a lot of people's Snapchats, but like, do you mind if I... What the f***? Der ist gerade vom Dämonen besessen. Was geht ab bei dem? Do you mind if I get your Snapchat? Geiler Anmachspruch, muss ich sagen. Ich sehe auch an ihrem Gesicht, dass sie es safe gefeiert hat. Was denkt ihr? Sind die beiden zusammengekommen? Ich denke schon. Naja, Freunde, und wenn ihr auch dieser Meinung hier seid... Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace.